Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast-Challenge. Und wir haben uns lange nicht an der Random Genetics Challenge versucht. Deswegen dachte ich, könnte man das ja mal wieder machen. Der Sim, den wir jetzt dann gleich erstellen, da werde ich versuchen, möglichst no mistake zu machen. Also, dass ich dann eine Sache aussuche und dann halt, ja, Sachen auswähle und hoffe, dass es dann einfach gut zusammen aussieht. Ansonsten kann ich nämlich einfach nichts mehr daran ändern. Die Eltern habe ich bereits erstellt und das Ganze werdet ihr dann einmal jetzt hier im Zeitraffer sehen. Ja, also die sind jetzt nicht die hübschesten Menschen der Welt geworden, sage ich mal. Weiß ich nicht, teilweise, also ich finde, bei ihm geht das noch, aber bei ihr ist das irgendwie proportional nicht hundertprozentig so, wie ich mir das wünschen wollen würde im Gesicht. Aber solltet ihr so aussehen, wie immer, der Disclaimer, ihr seid ja natürlich nicht hässlich oder so. Es geht ja nur um irgendwelche Standards und darum, dass wir hier einfach ein bisschen Spaß haben. Ja, das Geschlecht habe ich mir jetzt vorher auch nicht ausgesucht, dachte ich mir. Ich mache dann einfach das, was dann als erstes kommt. Weil ich erstelle halt immer Frauen von mir aus so. Da denke ich mir so, wenn jetzt da männlich kommen sollte beim Genetikexperiment, dann werden wir diesmal einen Jungen erstellen. Wir schauen einfach mal. Also, wir machen ein Genetikexperiment. Und es wird... Wir schauen einfach mal. Es wird auf jeden Fall ein Mädchen. Okay, na gut. Dann machen wir ihn als Vater. Dann drücken wir hier 1, 2, 3. Okay, sie hat grüne Haare. Wir machen sie zur Teenagerin. Okay. Ich werde ihr mal eben alles entfernen, damit wir sie besser begutachten können. Aber ich finde ihren Körperbau und so sehr, sehr cool. Sie hat einfach Körperbehaarung auf dem Rücken. Können wir die entfernen? Weil, also grüne Körperbehaarung finde ich dann doch ein bisschen sehr wild. Muss ich ihr jetzt die Wimpern auch lassen? Könnte ich eigentlich, ne? Weil sie ist damit generiert worden. Sie ist eigentlich süß. Ich finde halt nur die grünen Haare mit den Augenbrauen ein bisschen wild. Irgendwie hat sie was. I don't know. Wir schauen einfach mal. Ich kann mich jetzt wahrscheinlich nur nicht mit den Haaren entscheiden, weil ich jetzt 10 Millionen Jahre hier durchscrolle und mir denke, das, was könnte nur dazu passen? Weil wenn ich nur eine auswählen darf, ist das ja immer ein bisschen wild. Ich glaube, ich finde das hier ganz süß. Ich wähle es jetzt einfach aus. Okay, das ist doch gar nicht so schlecht. You go, girl. Mit dem Make-up gucken wir später. Ich werde erstmal gucken, was sie halt dann für Kleidung trägt. Und für mehr Chaos nehmen wir natürlich Oberteil und Unterteil. Haha. Umgeh, ich glaube, ich finde das hier richtig süß. Aber was für eine Farbe nimmt man da? Oh mein Gott, das wird doch nicht mal angezeigt. Kritisch. Aber Mint-Farben geht immer, wir nehmen Mint. Und oh mein Gott, ist das süß. I love it. Gute Entscheidung. Ich hoffe jetzt nur, dass dann das mit der Hose nicht clasht. Wenn es clasht, dann darf ich mir natürlich eine neue Hose aussuchen. Aber wenn es nicht clasht, bleibt es natürlich dann dabei. Wie wär's denn mal mit sowas? Ich glaube, sowas habe ich noch nie so richtig benutzt. Aber ich glaube, es würde ganz gut passen. Clasht auf jeden Fall nicht. Und eigentlich, dann ist sie halt so, sie trägt halt so ein bisschen Baggy-Look. Finde ich gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, und dann halt einfach so normale Turnschuhe dazu. Versuchen wir auch mal mit dem Farbton, ja, das passt ja ungefähr. Fällt jetzt nicht so auf, dass das irgendwie ein ganz anderer Farbton wäre. Ich find's süß. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber kann man ihr eine Brille geben? Fände ich grundsätzlich mich ziemlich sweet. Diese hier?
Außer sie clasht dann, ne? Dann nehme ich sie weg. Aber, oh, süß. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich süß. Sie ist so eine Teenagerin, die ist gerade so in ihrer Findungsphase, glaube ich. Ehrlich gesagt, I don't know. Aber irgendwie gibt es mir diese Vibes. Aber ich gönne ihr auch ein bisschen Make-up, weil man gönnt sich ja sonst nichts hier im Leben. Hier dieses hier hat auf jeden Fall schöne Swatches. Den hier, süß. Das hier maybe? Yes. Dann gönnen wir uns ein bisschen Blush. Ich hoffe, das ist jetzt nicht too much. Ah, das geht aber noch. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen, ja? Und dann hier so einen leichten Lipgloss. Vielleicht so. Okay, ist jetzt nicht so mein Favorite. Darf ich sehen, wie wäre es damit gewesen? Ah, ist jetzt nicht mein Favorite, aber ist jetzt auch nicht komplett hässlich, würde ich sagen. Süß, ich mag sie gerne. Ich finde sie süß. So, jetzt, was ist ihr Name? 1, 2, 3. Maya. Süß. Nee, finde ich gut. Sie ist sehr, sehr süß geworden. Mit dem, was wir hatten, haben wir auf jeden Fall was Süßes gemacht. Was sind ihre Traits so? Sie ist viel Fraß und nicht kokett. Also nicht kokett würde ich tatsächlich sogar ehrlich gesagt sehen. So vom optischen Vielfraß sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Aber man muss es Leuten ja auch nicht immer direkt ansehen. Wir gönnen ihr dann auch so ein Teenager-Ding. Ich glaube, sie ist sehr zielorientiert. Also sie hat auf jeden Fall gute Gene von ihren Eltern bekommen. We love it. Ich glaube, die letzten Male hatten wir auch relativ viel Glück bekommen. Gehabt. Manchmal ist das Leben einfach gut zu einem. Also ich meine, ich habe halt das Glück, sag ich mal, dass ich diese More Presets Mod habe. Da habe ich dann nicht so dieses, dass die dann gefühlt immer die Segelohren haben und so. Ich meine, nichts gegen Segelohren, aber man würde es in der Regel natürlich jetzt irgendwie nicht so seinen Sims geben, weil es halt nicht diesem Schönheitsideal entspricht und der Normästhetik, sag ich mal. Natürlich kann es trotzdem schön aussehen, aber es ist selten, dass jemand halt wirklich ernsthaft einen Sim so erstellt. Vielleicht sollte man halt mal absichtlich Sims mit großen Ohren und großen Nasen und sowas erstellen. Wo man aber trotzdem sieht, dass es halt einfach auch schön sein kann. Weil nur wenn man sagt, dass es an einem bestimmten Sim nicht gut aussieht oder so, dann das heißt ja nicht, dass das generell hässlich sei oder so. Gut, dann haben wir jetzt aber unser Video für heute auch schon beendet. Falls ihr nicht wisst, warum diese Woche 3 Videos kommen, ich habe das im letzten 100 Baby Challenge Part angesprochen. Am Montag kam ja auch ein Video, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und ja, hier irgendwo sind noch Videos verlinkt. Letztes Mal Random Genetics oder so. Oder irgendeins, was mir gefällt. I don't know, seht ihr da dann nicht. Aber wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!